It's Telemann, the Movie Man. Bada boom, bada bam. Oh, hi. Ich bin Donald. Donald, der Zombie-Frosch. Ich bin ein Frosch und ich bin ein Zombie. Ich war nicht immer ein Zombie, wisst ihr? Ich war mal Musiker. Ich war ein Musiker, der auf eigenen Beinen stand. Ja, ich bin Donald, der coole Frosch. Sie werfen Bananen nach mir, weil ich Tomaten mag. Immer diese Bananen. Ich probierte mich sogar mit meiner eigenen Quietschentchenfieber. Entschuldigung, die quietschen ja gar nicht. Ich war lausig. Ich war auch Stand-Up-Comedian. Was essen denn Frosche? Magerquark. Doch eines Tages wurde mir eine Banane so tief in den Rachen geworfen, dass sie daran verreckte. Anschließend wurde ich zur Bildung von Kindern in eine Schule gebracht, um dort seziert zu werden. Ich hasse Kinder. Ich meine die Schule. Moleküle. Aber Kinder hasse ich auch. Was ich nicht wusste, irgendeine Art Kraft war in mir und als sie freigesetzt wurde, als ich aufgeschnitten wurde, BOOM! Aber keine Sorge, alle haben überlebt. Außer die Kinder. Aber die sind ja egal, oder? Tja, weil diese dummen Kinder vorher einen Zombie seziert haben, habe ich mich mit dem Zombie-Virus angesteckt. Und ich wurde zu dem, was ich heute bin. Aber das Schlimmste ist, jetzt wollen keine Prinzessinnen nicht mehr küssen. La-di-da-di-da. Hä? Ich wusste nur eins. Irgendwas war in mir, das nicht geöffnet werden durfte. Dann bekam ich Hunger. Und wo geht ein Zombie-Frosch hin, wenn er Hunger hat? Natürlich in sein liebstes koreanisches Lokal. Bis du platzt. Es gibt ein gratis Milchshake extra, wenn man platzt. Es gab Froschgehen im Angebot. Daher fraß ich mich voll. So richtig voll. Und gerade als Keanu Reeves mir die Kroketten klauen wollte... Ey, Alter. Isst du das noch? Da begann ich zu platzen. Gratis Milchshake! Die Öffnung meines Bauchs bewirkte, dass alles Lebende, naja, tot ist. Auch die Kinder. Nur die Toten durften wieder leben, also nur Zombies, also nur ich. Ich war zwar nicht tot, aber leider war ich immer noch nur ein ganz gewöhnlicher Frosch. Naja, wenigstens bin ich nicht mehr beides.